So, und da sind wir auch schon wieder. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich habe mich jetzt gerade direkt nach dem Aufwärmen nicht nochmal gestartet. Okay. Das sieht amüsant aus. Was für ein Rage? Ich rage dich, ich meine. So. Die sehen mich nicht. Ich glaube, ich kann mich dran vorbeischleichen. Diesen gut aussehenden Mann hier werde ich jetzt mal gehörig von hinten nehmen, okay? Hallo, kleiner Mann. Ja. Okay. Ja. Gut. Deine Mutter und deine Mutter sind beide blöd. Dankeschön. So, das ist ein Safe-Team. Hier ist das gespeichert. Ja, okay. Kann. Wenn ich jetzt angreife, dann werden definitiv gleich alle. Was? Ja, hä? Junge, ich hab dich gerade geschlagen. Hallo. Ach, ja gut, okay. Ja, ich habe jetzt gesagt, die Aufnahme ist jetzt direkt im Anschluss an die alte. Ich habe praktisch überhaupt nicht nichts anderes gemacht. Ich wollte noch gucken, ob jetzt die vorherige Aufnahme, die der hier fortgelaufen ist, jetzt reicht mir lang, dass ich mache dich kaputt. Ob die jetzt flüssiger war, mit jetzt dieses Filterring hier, habe ich leider doch nicht geguckt. Werde ich, wenn ich dran denke, nach der Folge fragen, gucken, Alter. Oh, Leute, kommt mal klar auf euer Leben. Ich sehe euch alle. Durch die geschlossene Tür, ich sehe euch. Zu meiner Verteidigung, ich habe die Tür gerade nicht geöffnet. Ah, okay. Ja, eben. Hier zum Beispiel ist jetzt ein ganz großer Fehler. Hier sind überall Texturen. Ah, super. Ja, oh Gott, Alter, ich hasse so ein offenes Feld. Meine Fresse. Digga, hier können überall die Texturen. Das sieht ja scheiße aus. Hoffentlich wird das jetzt hier nicht von Map zu Map immer schlimmer und irgendwann spielen wir hier komplett in einer Karo-Welt. Minecraft-Let's Play wollte ich eigentlich nicht machen. Höchstens Mindtest. Aber. Also übrigens, genießt die Mindtest-Videos auf meinem Kanal noch so lange wie ihr könnt. Ich weiß nämlich nicht, ob ich die Firma drauf lassen werde. Aber hallo. Ich will dieser Parfüm. Scheiß Arsch. Dankeschön. Ja. Okay. Greifen wir mit traditionellen Waffen. Wow. Oh. Heißt das, ich habe diese Kack. Magic oder was auch immer die da verschießen, direkt im Visier. Und läuft trotzdem noch direkt rein. Das ist nicht so peinlich, das ist überhaupt nicht peinlich. What the fuck? Okay, ich bin verzogen. Na gut, lass ich erstmal sein. Die unmittelbare Bedrohung ist ja jetzt ausgeschaltet. Jetzt kümmere ich mich mal hier rum. Da hinten ist Health Pack. Ein Health Pack kommt mir wie gerufen. Na komm, komm. Okay, kann man nicht rauf. Das? Wie hier einfach überall die Texturen fehlen, Alter. Ah, ist das scheiße.
Ich meine, es passt irgendwie. Es sieht aus wie Tapete, aber es sollte eigentlich nicht so sein. Danke. Oh, da wollen wir mal. Gut. Eine Mutter. Ah, Scheiße. Ich wollte eigentlich noch mehr. Komm, gib mir Leben. Dankeschön. Geht doch. Ja, ein Safe Room. Sehr schön. Dann kann ich auch mal gehörig speichern. Danke. So, das hier war eine Falle. Deswegen nehme ich jetzt erstmal meine Waffe. Und Dankeschön. Für die Unterstützung. Na gut, brauche ich jetzt nicht mehr. Yay, wir haben eine Textur, meine Damen und Herren. Wir sehen sie wieder, die Grafiken von Notre Dame. So. Ja, verstehe. What the fuck? Boah, Alter. Willst du da noch mehr? Ja. Dankeschön. Und da kommt noch mehr. Kleiner Tipp, wenn ein Fahrstuhl von alleine runtergeht, ist das immer ein Gegner. Okay. Oh. Wollte gerade sagen, ist ein Safe Room. So viel zum Thema Safe Room ist immer so, ach du Scheiße. Warum können diese Spasten diese Tür aufmachen? Ich dachte, Zombies sind viel zu dumm dafür. Ach so, siehst du, weil wir gerade in einem Spiel spielen, wo das Setting gerade passt, so wie Zombie-Apokalypsen und so, ne? Ich finde das ja sowas von Arsch. Alter, der hat Splash Damage. Dieser Hurensohn. Nein, ich habe nicht Hurensohn gesagt. Das Wort Hurensohn. Ich kann nicht in meinem Wortschatz enthalten. Erstmal hier offensieren. Was soll ich jetzt sagen? Genau, Zombies, ne? Ist ja auch echt Affen. Okay, jetzt kommen wir jetzt gleich mehr. Du willst Krieg? Den kannst du haben. Bitch. Ich dachte, du wolltest Krieg. Ich habe mich nie gemeldet. Ist jetzt hier weg? Ja, ist weg. Ah, sehr schön. Aha. Leute, ey, so viel hat das so. Ich höre doch was. Ach, keine Ahnung. Was soll ich sagen? Genau, Zombie. Also, es ist ja sowas von teilweise dumm, was in den Film kommt. Ich meine gerade, also ich persönlich gucke sowieso keine Wii-Filme. Also in letzter Zeit, früher als Kind habe ich natürlich auch dank meiner Familie Wii-Filme geguckt. Aber mittlerweile gucke ich persönlich eigentlich nur noch Animes. Weil bei Animes sind halt schöner. Müsst ihr nicht verstehen. Ich finde Animes halt einfach von dem, wie die Sachen rüberbringen. Bei Animes kann man sich viel besser einleben, etc. Aber das passt jetzt hier überhaupt nicht zum Spiel, deswegen lasse ich das Thema mal. Was ich eigentlich sagen wollte, ist Zombies. Ne? Das ist sowohl in Animes als auch in Wii-Filmen immer so ultra dumm dargestellt. Ja? Weißt du? Zum einen wird den Zombies ja gesagt, die sind super dumm, ne? Die arbeiten nur nach Instinkten. Aber wenn sie vor einem Raum stehen, in dem du drinne bist, dann kennen sie natürlich den Unterschied zwischen Tür und Fenster und gehen natürlich direkt zur Tür, um diese mit einer Türklinke aufzumachen, ne? Oder aber sie reißen die Tür einfach ein. Und da kommen wir zum nächsten Problem, ne? Also ich meine, Zombies können ja meinetwegen stark sein, ja? Ich meine, Zombies betrachten wir sie einfach mal nicht mehr. Oh, Alter. Ich werde deine Mutter gefickt haben. Wo bin ich jetzt hier? Oh. Wo bin ich hier? Achso. Ach, ich werde hier. Scheiße. Ja, ich muss wieder raus. Super. Das ist ein bisschen deprimierend.
Aber ich weiß jetzt nicht, wo was war. Von daher wird das jetzt ein Speedrunning hier. Speedrunning, hab ich gesagt. Speedrunning. Ja. Speedrunning. Ja. So rockt man durch ein Spiel. Speichern. I feel good. I feel so good. So machen Speedrunnings doch Spaß. Digga, er trifft mich überhaupt nicht direkt. Er trifft, seine Scheißkugel trifft 3 Meter weit entfernt ein und er trifft einfach trotzdem. Na komm her. Ist jetzt tot? Na komm, eine Kugel kriegst du noch. Weil du sie nicht gefragt hast. So, was ich sagen wollte, ist bei Zombies, ne? Die können ja meinetwegen so stark sein, wie sie wollen. Aber man muss doch wenigstens versuchen, ja? Wenigstens versuchen, ein bisschen an der Physik festzuhalten, die wir kennen. Ja? Und wenn man eine Stahltür hat, ja? Eine Stahltür, die fucking 5 cm dick ist, ja? Dann kann es nicht sein, dass ein Zombie, der vom Gewebe auch nur ein Mensch ist, selbst wenn das Gewebe gehärtet sein soll, keine Ahnung was, kann er unmöglich eine 5 cm dicke Tür aufbrechen. Wenn ich solche 10 sehe, muss ich immer kotzen. Instead. Ja? Und vor allen Dingen, ja, selbst wenn man sagt, so, das war zwar kein Safe Room, aber egal, selbst wenn man sagt, okay, weißt du was, in dem Moment, wo ein Mensch zu einem Zombie wird, verwandeln sich einfach seine Sehnen, die ja auf biologischen Zellen aufbauen, zu Stahl. Ne? Gehen wir mal davon aus, das ist Titan hier. Ne? Die Sehnen von einem Zombie bestehen, ich bleib schon wieder an genau der gleichen Stelle hängen, bestehen, ach du Scheiße, einfach aus Titanium. Ne? Weiß nicht. Glasfaser verstärktes Titanium mit Nickelbeschichtung. Keine Ahnung. Gehen wir mal davon aus, die Dinger sind tatsächlich so stark, dass sie bei einem solchen Hebel tatsächlich eine 5 oder 10 oder 20 cm dicke Stahltür, was wir in den Filmen immer benutzen, einfach so zerbiegen könnten, dann bleibt immer noch ein anderes Problem. Ich meine, klar, die können natürlich so stark sein, wie sie wollen, also können natürlich nicht, aber wir gehen jetzt mal davon aus. Dann kann das aber trotzdem nicht sein, dass sie es schaffen, eine Tür zu verbiegen, wenn sie dabei einfach nur auf dem Boden stehen. Weil ich meine, klar, man kann natürlich Kräfte haben, die schön groß sind. Aber du musst dir die Kräfte auch irgendwie übertragen bekommen. Und wenn du dich hier gegen diese Wand drückst, ja, und dagegen läufst und diese Wand zerbrichst, dann läufst du nur deswegen gegen, weil du auf dem Boden die Gegenkraft ausführst. Ja? Wenn er Körper A auf Körper B eine Kraft ausführt, dann wird Körper B auf Körper A auch eine Kraft aus. Ja? Wissen wir ja alle, Grundphysikgesetz. Ja? Dachte ich zumindest bisher. Das heißt also, er müsste überhaupt erstmal die Haftung aufbringen. Da hilft auch kein U-Kleber. Das ist einfach mal, ich weiß nicht. Und das ist das, was ich in diesem Zombie-Film immer so zum Heulen finde. Wie die da auf alles, was irgendwie mit Physik zu tun hat, einfach scheißen. Wo müssen wir jetzt hin? Wo bin ich überhaupt? Ich glaube, ich muss da hin. Das ist eine Waffe. Was sind meine? Aha, das sieht mir aus wie eine Doppellöffel Schrotzette. Schön. Na, ich geh jetzt hin. Okay. Sieht nicht sehr gut sauber gemacht aus. Wer ist hier nochmal kurz Frau? Entschuldigung, heißt der Reinigungsfachkraft? Ich korrigiere daher meine Aussage. Wer ist hier Reinigungsfachkraft? Du brauchst gar nicht versuchen, mich jetzt anzugreifen, du kleiner Spinn. Fuchsteufelswild auf euch scheiß Zombies. Du auch. Du auch. Komm her, komm her, komm her, komm her. Jetzt zeige ich euch mal Physik. Bam, das ist meine Physik. Hallo. Oh. Macht dich jetzt tatsächlich, macht dich gegenseitig alle. Los, Ringcatchen! Ich will Blut sehen! Ey, macht mich wirklich gegenseitig fertig. Ihr seid so dumm. Hallo. What the fuck, what the fuck? Oh, komm jetzt. Boah. Was tue ich hier?
Also. Okay. Ladies and Gentlemen, wir haben noch 10% Leben. Das sehe ich gerne. Hier sind auch wieder Objekte. Ach, schaut mal an. Die sind jetzt überall Texturen da. Oh Leute, ich muss so aufpassen hier. Ich habe einfach überhaupt kein Leben mehr. Also, ich meine, habe sowieso nicht, ich bin Let's Player. Aber ich meine, auch beim Let's Play habe ich jetzt kein Leben mehr. Ist der so gedunkelt? Ist hier irgendwas? Oh! Das sieht mir aus wie ein Berserker-Pack. Schön, werden wir es auf jeden Fall aufheben. So, das ist jetzt offiziell ein Safe Room. Von daher werde ich einfach mal die Gelegenheit nicht zu uns speichern. Und wenn ich schon mal gespeichert habe, werde ich die Gelegenheit auch nutzen, etwas trinken. Von daher, man möge mich entschuldigen. Wo ist Pause? Da ist Pause. Das klang gerade äußerst erotisch. Lol, bei Pause hört auch die Musik auf. Nice. Bitte verschont mich, ich hab von Kinder. Hallo, hallo. Nicht mich. Bitte geht nach Hause. Oder. Oh, du Kacke. Ja, verstehe. Ich meine, ich teile nicht deine Gefühle, aber ich kann die Gründe nachvollziehen. Und jetzt geht nach Hause. Ach du Scheiße, ach du Kacke, ach du Kacke. Oh, nö. Ich spiele hier gerade schon wieder auf, wie heißt das? Risiko. Ich spiele schon wieder auf Risiko. Schade, da ist ein Knopf. So. Ach, da schon einer. Hallo. Aha, checkt man. Was, kann man nicht trinken? Ist ja voll heftig. Gut. Was ich auch mal machen kann, fällt mir gerade ein. Wir können uns mal ein bisschen hochrüsten. Und zwar dann nehmen wir mal bei Herb das ganze Programm. Das heißt also, wir können jetzt bis 200% Leben aufbauen. Ja. Bei Armor machen wir das gleiche. Und alles, ja. Hätte ich mir wirklich Punkte gespart mittlerweile. Air Movement brauchen wir definitiv nicht. Wir springen sowieso schon viel zu hoch. Protection haben wir bereits. Kreuzes haben wir auch bereits. So, Pistol haben wir. Die haben wir ja auch schon mittlerweile alles ausgerüstet. Aufgerüstet nämlich doch. Ja. Das sieht gut aus. Also siehst du, passt doch. Quick save over your game named ja. Okay. Was? Ach so, wenn ich mich aufrüste, kriege ich auch gleich das Leben. Lol. What the fuck? Auch nicht so viele Leute. Ja. Und? Genau das wollte ich. Was mache ich denn hier? Du kommst mal her. Nein, du kommst mal her. Ich hab gesagt, du kommst her.
Herr im Himmel, erhöre mich. Bitte. Ich bitte um eine Audienz bei dir. Geht doch. God damn it. Wow. Ich habe noch 90% Leben. Von 200. Was? Man kriegt immer nur 30? Ja. Also so sahen die ersten 16:9 Bildschirme aus, meine Damen und Herren. 16:9. Die neue Mode. Da hat man ein Bildschirm und ein Drittel. Ja, hallo. Komm jetzt mal her. Gott, dass man hier mal auf den Tisch steigen muss. Wo sind wir denn hier? In Deutschland oder was? Achso, Zentrum. Bin fertig. Also wieder speichern. Und jetzt? Was nehme ich denn für Wasser? Ich weiß nicht mal, was mich erwartet. Das soll öffnen. Hallo? Wie fühlt das immer gut? Ich persönlich mag aber die Kruschelte. Oh, Rüstung. Oh, nö, hallo. Was war das denn? Bringt euch um, bitte. Los. Also ich werde auf den Linken. 50 Euro. Machen wir 100 raus. Digga, ich wette meine gesamten 10.000 Credits auf die Linken. Auf den Linken. Komm. Wettet, läuft. 10.000 auf den Linken. Komm schon. Ja. Na mach. Junge. Ja! Wie ich den zerfickt habe. Oh, was? Nein! Ich darf nicht verlieren. Was machen die da? Kannst du jetzt bitte umbringen, damit du 20.000 Credits bekommen? Leute, mach! Los! Ich fühle mich gerade wie bei GTA bei diesen Pferderennen, wo man auch einfach nur zugucken kann. Ja. Los, ich will 10.000 Credits dazu bekommen. Jetzt bring ihn um. Also als Erinnerung, ich werde auf den Linken. Wenn er verliert, verliere ich alle Credits. Also 10.000. Und ich habe verloren. Ach, leckt mich doch am Arsch. Oh, ich habe nur 10.000. Ich habe nur etwas weniger. Egal. Leute, wichtigste Regel im Leben. Wettschulden sind Ehrenschulden. Und weil das so ist, werde ich jetzt etwas tun, was ich tatsächlich noch nie getan habe. Okay. Adieu, du schöne Welt. Das darf doch nicht wahr sein. Wieso wette ich eigentlich auf einen Monsterkampf? Wieso? Ja, Spaltern. Wieso können Menschen so dumm sein? Wieso? Oh, nein. Okay. Ich werde jetzt den gesamten Rest des Videos nur noch okay sagen. Okay. Sind das 4? Was? Leute, was ist hier los? Ich habe 180% Leben. Sag mal, was haben die denn für einen Angriff? Achso, mir fällt gerade ein. Ich mach's ein bisschen anders. Jetzt geht's um Taktik, meine lieben Leute. Ja, was seid ihr eigentlich? Zuschauer. Jetzt geht's um Taktik. Okay. Ich nehme dich mal. Ja, jetzt hat nichts mehr mit Taktik zu tun. Jetzt ist das einfach nur noch strohdumm. Hier funktioniert tatsächlich. LOL, als ob. Digga, wie stark ist denn Berserker-Pack bitte? Was zur Hölle ist falsch mit euch? So, jetzt muss ich erstmal hier rein.
Vielleicht nehme ich die blaue. Aha, ja komm. Was? Ich hab da. Oh, tatsächlich. Ach ja, weil ich ja vorhin da. Eben. Hab den ganzen Tag Leute abgemuckt. Lol, das ist so ungewohnt, Munition zu verwenden. Na, speichern. What the fuck? Ja, lass mich in Ruhe. No, check. Oh, hier sind auch wieder die, hier sind auch wieder die Texturen. Ah, die Falle kannte ich noch, die war früher auch da. Genauso wie hier. Dieser Raum ist richtig Abfuck. Erstens blinkt der Raum, das ist immer Abfuck, ja? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich gehe auf eine, auf ein Oberstufenzentrum. Welches möchte ich jetzt hier nicht mehr nennen. Ich glaube, ich habe es schon genannt. In meinen alten Mindtest-Videos. Ich weiß es nicht. Nein, nicht speichern ist kein Safe-Raum. Blinkende Räume, also Räume, in denen es Lampen gibt, die blinken, erfüllen mich persönlich immer mit tiefster Hass. Mit tiefstem Hass. Gott, Junge, lern mal Deutsch. Was? Du musst mal... Was tust du? Bitte geh weg von mir. Ich möchte das nicht. Autsch. Du kleiner japanischer... Was sag ich jetzt, was nicht rassistisch ist? Schwanz! Ups, da ist ja gar nicht tot. Wo ist jetzt der andere? Hallo? Digga! Oh! Warum gibt es dunkle Räume? Nein! Das gibt's doch gar nicht. Was tue ich eigentlich? So, jetzt ist es ein Safe-Raum, jetzt sind alle tot, jetzt kann ich auch speichern. Beziehungsweise habe ich gespeichert. Okay. Nochmal speichern. Da ist das Ding. Das brauche ich wahrscheinlich gleich. Den nehme ich jetzt gleich sofort. Ja komm, ganz ehrlich, fuck off. Wo muss ich jetzt lang? Nee, in der Schule, in der ich gehe, da gibt es im Foyer des Öfteren mal eine Lampe. Die ist nicht mehr ganz dicht. Ich würde sagen, die blinkt. Weil ist kaputt, ist alt und die blinkt immer wieder. Der Hausmeister tauscht die zwar aus, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass immer wieder die gleiche Lampe blinkt. Also es ist wirklich, ich habe da in der Schule bei mir so einen Stammplatz, ne? Zusammen mit meinen Homies in der Schule, ja, ich habe Freunde, auch wenn ich Programmierer bin. Beziehungsweise ich denke, dass es meine Freunde sind, vielleicht benutzen sie mich doch einfach nur, ich bin nur allein. Egal, ich habe immer, meinen Stammplatz, lass mich nur, ich bin Arzt. Und diese... Ich muss alle umbringen. Scheiße. Ich muss alle umbringen, ansonsten kriege ich nicht diesen Bonus am Ende. Und mein Leben ist gleich vorbei. Ach du Kacke, was tue ich eigentlich? Leute. Scheiße. Jetzt verliere ich Leben. Fuck. Ich hätte mal doch so eine Taucherrüstung anziehen sollen. Ach, das überlebe ich schon. Ich bin zwar zum Tode verstrahlt, aber egal, ich überlege das schon. So, auf jeden Fall habe ich da einen Stammplatz in der Mensa. Und aufgrund von bestimmten Gegebenheiten muss ich immer schon relativ früh in der Schule sein. Weil ich wohne im Dorf, am Arsch der Welt, ne? Brandenburg kennt keine Sau, existiert aber irgendwo in Deutschland. Und der Bus fährt nur eine Stunde. Heißt also für mich entweder 55 Minuten zu früh sein, oder 5 Minuten zu spät sein. Was macht ein vorbildlicher Schüler? 55 Minuten zu früh sein. So, und dementsprechend sitze ich da immer 55 Minuten minus ein paar zerquetschte unter einer gottverdammten blinkenden Lampe. Und die regt mich jeden Tag so sehr auf, dass ich die am liebsten wirklich rausreißen wollte. Das ist eigentlich alles, was ich gerade sagen wollte. Keine Ahnung, warum ich jetzt einen riesen 3-Stunden-Story erzählt habe. Und warum ich gelogen habe. Ich habe gar keine Freunde, ich bin alleine auf der Welt. Ich bin ein Programmierer. Leute, die wir brauchen keine... Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Da. Ich habe die rote Karte. Ich muss da... ich habe Fußballkarte, lass mich durch. Ich muss zum Fußball spielen.
Alter, wo fliege ich denn hin? Runter jetzt. Immer schöner Rutschspur folgen. Die führt mich bis nach Japan. Neben dem Kuchen. Arschloch. Da. Ja, und deswegen, ich hasse blinkende Lampen. Es gibt nichts Schlimmeres als blinkende Lampen. Ich meine, Lampen bin ich sowieso so ein bisschen komisch. Aber ich persönlich mag nur LEDs. Diese wiederum müssen aber leuchten wie Glühlampen. Also diese schön warmweiße, dieses nicht nur warmweiße Licht, sondern wirklich dieses extrem warmweiße Licht. Halt Glühlampenlicht, besser noch Kerzenlicht. Das ist so meine Welt. Aber es muss LED sein. Ja? Also wenn mir jetzt wirklich jemand eine Glühlampe hinstellt, ich wäre zwar noch glücklicher, muss aber unbedingt sein. Und wenn mir jemand eine Kerze hinstellt, schlage ich ihn tot. Deswegen, aber wenn blinkendes Licht ist, das ist so scheiße. Ja, hallo. Du hast einen schönen Feuerball gemacht. Komm, kriegst du eine Belohnung. Dankeschön. Dankeschön. Gott, ich werde ja belohnt. So. Übrigens hoffe ich, dass überhaupt irgendjemand was von meiner Story verstanden hat. Da ich wahrscheinlich wieder viel zu schnell gesprochen habe, das Mikrofon wahrscheinlich wieder irgendwie dabei war, das Rauschen aus einem Land vor unserer Zeit aufzunehmen. Mein Mikrofon nimmt sowieso alles auf, ne? Also, Stimme? Gar nicht, ne? Was mache ich jetzt gerade? Junge. Du sollst sterben. Du sollst sterben. Und Oma. Ja. Nein. Danke. So. Badam. Hallo? Na, die lasse ich immer noch stehen. Ja, wie gesagt, ich habe mein Mikrofon noch mal in T-Shirt eingewickelt. Aber es nimmt immer irgendein Rauschen auf. Ich weiß nicht, was ist, ob. Ich meine, klar. Es gibt natürlich sowas wie elektromagnetische Strahlung, was generell ein bisschen Einfluss nimmt. Was machen diese blauen Mannequin hier? War nicht schon immer hier? Weg, 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 weg. Oha, ach du Kacke, ach du Kacke. Och nö. Ich habe auch kein Cellphone, ich kann also auch nicht speichern. Ach. Dankeschön. Ja, was hat das jetzt für dich schon krank? Oh, Scheiße! Dankeschön, Dankeschön. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist es diese wohlbekannte Hintergrundstrahlung im Universum, was mein Mikrofon erfasst. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, es nimmt immer irgendwas auf. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich auf dieses Thema kam. Ich bin ein Noob, ein Nichts, ein Niemand. Oh Gott, erlöse mich. Okay. Ich habe zwei Möglichkeiten. Einmal hier reingehen und das Spiel beenden. Wobei hier noch ein Gegner ist. Aber ich suche erstmal die ganzen Secrets. What the fuck? Der Sprung war hoch. Ach ja, da war ja was. Die Tür kann man anscheinend nur von innen öffnen. Aber da ich ja den Master Key habe, ne? Ich bin der Master of Key. Ich bin sozusagen der Schlüsselmaster. Ne? Ach, hier ist ja gleich ein Secret Gap in unserer Nähe. Ne? Ich bin Superman, Superman, Superman. Ach du Scheiße, was tue ich denn jetzt hier? Oh oh. Ich bin ja wieder einer der dritten Generation. So, das habe ich bereits. Alter, ich bin viel zu schnell. Ich jetzt noch 30er Zone. So. Was? Hä? Gilt Berserk immer noch? Oder ist das jetzt durch den Blitz? Ach ja, das hier ist... Das ist Bullshit. Naja. Ah, wow. Lol. Da
Das ist. Ich muss euch mal ganz kurz was zeigen. Speichern ist ja hier sowieso Safe Raum jetzt gerade. Normalerweise, wenn man hier drinne ist, man stirbt einfach. Weil egal wie man rausspringt, dann bleibt immer dieser Scheißkante hängen oder man kommt nicht raus. Hab ich noch was gesagt? Komm, geht doch alle kacken hier. Ist doch nicht mehr normal. Auf die Kacke muss ich einfach pissen. Das Problem ist, ich muss gerade auch im Echten pissen. So eine Kacke. Ach ja, den Raum gibt es ja auch noch. Okay, Leute. Und steht noch eine Mission bevor. Das Ding da hinten ist eine Falle. Ich weiß nur nicht, wie ich jetzt die Falle auslöse, ohne mich selbst umzubringen. Oh komm, ganz ehrlich. So, ihr habt es gehört. Es haben sich was geöffnet. Und zwar dort und dort hinten. Jeweils hinter der Wand. Entschuldigung. Sind jetzt zwei Türen geöffnet, wo ganz viele Pinkies hinter sind. Geronimo! Ja, komm. Links und rechts und links und oben und unten und vertikal, horizontal und mit diagonaler X-Achse. Hä? Guck hier denn her! Was macht die denn da hinten? Oh! Recht? Aha. Alter, blinkt alles. Wer erfindet so eine Scheiße? Lampen sollen leuchten und nicht blinken. That made no sense. So, ich habe noch zwei Secrets, die ich finden muss. Den da hinten habe ich auf jeden Fall. Den da habe ich noch nicht. Da muss ich rein. Hatte ich jetzt schon erwähnt, man kann das ganze Spiel bis jetzt Automap spielen. Was habe ich jetzt bekommen? Oh, Berserker. Na gut, brauche ich nicht mehr. Alle sind sowieso alle tot. So, erstmal da. Da muss ich jetzt springen. Lol, wie das funktioniert. Ist das nice. Ich spiele erstmal, wie gesagt, ich spiele die Automat. So, ich mache einfach mal die Zentrierung an. So, jetzt sehe ich besser, wo ich bin. Und das Problem wieder ausschalten. So, wir sehen jetzt hier überall was mit Dinger. Also hier haben wir drei. Hier haben wir gar keinen. Und hier oben haben wir auch keinen. Okay. Da ist einer. Ach nee, hier. Ach stimmt, da fehlt ja bloß noch einer. Dann ist das wahrscheinlich... Oh, keine Ahnung. Ach komm, fuck off. Wir gehen einfach zum Ziel. Man muss ja nicht immer alles finden, oder? Habe ich eigentlich noch Noclip an? Nee, habe ich nicht mehr. Gut, okay. Und hier, warte mal. Ach, aber rauskommt, fliegt man. Ja, von außen ist nicht bedienbar. Ach komm jetzt. Ach komm. Hä? Ach, du bist eine Rüstung. Ist aber kein Secret, oder? Nö. Egal. Ich hol's trotzdem. Du bist ja auch noch. Boah, Alter, zum Glück kann man noch nicht runterfallen. Kann sein, dass doch eins der beiden noch als Secret gilt? Wobei denn die Frage wäre, warum das farblich nicht markiert ist. Tatsächlich. Wow. Es wird auch jetzt nicht farblich markiert. Es wird einfach gar nicht farblich markiert. Das verstehe ich nicht. Ah, okay. Doch, ich verstehe es. Ja. Ja. 3D. Es können nicht zwei Etagen untereinander sein. Das Problem ist, dass hier ist eine Etage von der Decke bis hier und dann von dem Boden bis zu der Decke ist auch nochmal eine Etage. Da das nicht geht, wird man sich eines Tricks. Dieser Raum existiert gar nicht, sondern der ist in der Welt woanders und wird hier rein gemappt. Wenn euch das mal interessiert, dann müsst ihr mal Tutorials über GZ Doom, ich weiß nicht wie das heißt, 3D Floor oder irgendwie sowas bei YouTube einfach mal eingeben.
das wunderbar erklärt, wie das Ganze funktioniert. Das Witzige dabei ist aber, dadurch, dass dieser Raum und damit auch das Secret nicht hier ist, sondern in Wirklichkeit irgendwo anders ist, wird auch das Secret irgendwo anders angezeigt und nicht als Teil dieses Bereichs. Das ist natürlich richtig schön scheiße. Wie gesagt, wenn euch das ein bisschen mehr interessiert, so mit den Limitierungen etc., da dazu gibt es haufenweise Material bei YouTube. Erstens Doom 1, 2, die Engines, wie die funktioniert haben. Und GZ Doom etc., also Z Doom, GZ Doom. Die können die meisten Sachen davon umgehen, zum Beispiel, dass man halt Räume übereinander haben kann. Ich rede schon wieder undeutlich. Also, dass man Räume praktisch einen Raum aus dem anderen haben kann. Das ist ja praktisch ein Raum, ist nichts anderes als ein Sektor. Wie gesagt, da gibt es extrem viel Material bei YouTube. Bisschen. Von daher, das ist das Ende, schätze ich mal. Oder geht's noch? Nee, hier geht's immer weiter. Ja. Es war ein wunderschönes Gefühl, wieder mit euch zusammen zu sein. Bye bye. Und weiter. Egal, nicht spoilern. Mach weiter beim nächsten Mal.